Unseren ersten Talk des heutigen Tages freue ich mich sehr, euch heute Mutant vorzustellen. Mutant ist im Chaosport Essen aktiv. Er ist Naturwissenschaftler, Kaufmann, Techniker und Autodidakt. Und er hat sich für uns einmal durch die Untiefen des IPv6-Internets gekämpft und uns allen das Leben leichter gemacht. Und jetzt hören wir von ihm, wie wir es anstellen können, wenn wir IPv6-Geräte verbinden möchten. Mutter, die Bühne gehört dir. Ja, ich hatte einfach die Idee, ich würde das IPv6 ein bisschen besser verstehen und einfach mal zu verstehen, was kann ich da eigentlich mitmachen? Wie kann ich das für mich benutzen? Kann ich das benutzen, um mich zu einer entfernten Maschine ein paar hundert Kilometer weit weg zu verbinden? Das geht, das möchte ich euch jetzt vorstellen. Was ich euch zeigen möchte, ist, wie man sich auf andere Computer über Internet verbinden kann. Direkt auf die IP-Adresse, das heißt, wir gucken nach der IP-Adresse, nur mit Bordmitteln, Nutzung der IPv6-Möglichkeiten, ohne Gefummel und Gemurks, ich mag dieses Zitat einfach ganz gerne, keine extra Software, das heißt kein TeamViewer, keine Tools wie VPN, nicht, dass VPN falsch wäre, aber in dem Fall jetzt mal alles ohne, kein DynDNS, keine statischen Adressen und schon gar nicht irgendwelche windigen Apps. Was ich hier verwende, ist einfach das, was ich da habe, das heißt ein Fritz-Router von AVM und ein Taurus Omnia in der Kaskade und halt ganz normale Laptops und so weiter dahinter. Die Idee, die ich vorstellen möchte, das heißt die Methode, wie finde ich das Ziel? Das ist ganz wichtig. Das ist ja bei der Bundespost genauso. Du brauchst, wenn du einen Brief losschickst, brauchst du eine Adresse. Was ich euch vorstellen möchte, ich möchte die unbekannte Zieladresse ermitteln. Dazu benutze ich ein Prefix, ein Delegation Prefix. Den bekomme ich vom Provider. Und für den Hostanteil übersetze ich mir die 48-Bit-MAC-Adresse in eine EOI-64-Adresse. Das möchte ich euch gerne mal zeigen, wie das funktioniert, wie man das hinbekommt. Was tue ich dann? Wie viel verbinde ich? Wozu will ich mich verbinden? Und was will ich damit überhaupt machen? Ich möchte mich nur über Port 22, das heißt SSH, verbinden. SSH, da kann man dann die andere Maschine erreichen und da reingucken, sich Sachen angucken. X-Forwarding geht darüber, X-Forwarding geht auch über Wayland, das heißt, man kann einfache kleine GUI-Tools, kann man auch darüber sehen. Das kennt der eine oder andere. Async, SCP, das heißt, ich kann Dateien kopieren, ich kann also nicht nur irgendwelche Konfigurationsfiles, kann ich mir nicht nur angucken, ich kann die auch hin und her kopieren, ich kann Backups hin und her kopieren, ich kann also auf der Command-Line eine ganze Menge schon damit machen. Das wird für den Normaluser nicht so interessant sein. Der möchte lieber GUI-Tools haben. Geht auch mit dieser Methode. Das heißt, wenn ich den GUI-File-Manager oder File-Browser, wie immer du es nennen willst, herziehen möchte und damit arbeiten möchte, wie zum Beispiel Nemo, Nautilus und Tunar, das sind ja die üblichen File-Browser, dann kann ich das machen. Die haben nämlich die Möglichkeit eingebaut, dass man dort direkt auf den Server zugreift. Das heißt, mit diesem Port 22 SSH-Zugriff kann ich also arbeiten, als wäre die entfernte Maschine neben mir. Wäre natürlich klasse. Kann man da noch mehr mitmachen? Ja. LibreOffice kommt mit einem eigenen eingebauten Client. Das ist wahnsinnig praktisch. Da kann man also auch dann die entfernte Adresse hinterlegen und kann also in LibreOffice arbeiten, als hätte man die Dateien auf seiner eigenen Festplatte. Das ist für Normalanwender schon mal eine unheimlich interessante Sache und man kann einfach relativ viel damit machen. Tatsächlich sind wir mittlerweile in einer kleinen Gruppe damit Homeoffice-mäßig unterwegs. Das war eigentlich überhaupt nicht geplant. Ich wollte das nur haben, um auf dem Server ein bisschen was zu administrieren. Und tatsächlich sind jetzt mehrere Leute schon mit Homeoffice unterwegs, obwohl das gar nicht so gedacht war. Aber es funktioniert halt gut und es funktioniert so schön einfach. Was wir nicht machen, ist SMB-Mounten, NFS-Mounten oder 8080 freigeben. Das sind einfach Sachen, die ich sicherheitstechnisch zum Beispiel gar nicht beherrschen könnte oder die man grundsätzlich so nicht beherrschen kann. Das lassen wir mal schön sein. Wie komme ich dahin? Was ist der Weg,
wie komme ich denn jetzt zu der Entferntmaschine? Das heißt, ich will erstmal die Zieladresse ermitteln. Das ist ja genau wie bei der Post. Einen erhaltenen Prefix möchte ich haben für den Netzwerkteil und ich möchte den Hostanteil ermitteln. Die beiden zusammengeben dann die IPv6-Adresse. Das schauen wir uns gleich einfach mal an, wie das funktioniert. Und um überhaupt zugreifen zu können, möchte ich natürlich den Port 22 und nichts anderes aufmachen auf diese Gasse, auf diese Adressen, die ich dann freigebe. Das heißt, ich muss auch bestimmte Adressen freigeben und zwar bitte nur die, die ich über die Prefix Delegation auch definiert habe. Was anderes möchte ich natürlich nicht freigeben und genau die brauche ich dann, damit ich da hinkomme. Was ich nicht möchte, ist statische Adressen, das heißt feste Adressen, das ist eine Last-Century-Internet-Geschichte, die hat man immer gebraucht. Bei IPv6 braucht man praktisch keine oder nur noch in Ausnahmefällen feste IP-Adressen, was natürlich sehr schön ist, weil man Fehler vermeiden kann, weil man die Zugangskontrolle leichter im Griff hat, weil das sicherheitstechnisch und vor allen Dingen aus Wartungsgründen ist das natürlich sehr vorteilhaft, wenn man keine statischen Adressen überhaupt erst verteilen muss, weil IPv6 schon so viele Adressen mitbringt. Das heißt, man hat alles schon. Man braucht es nicht extra manuell reinfrimmeln. Es ist schon da. Ich möchte jetzt hier mal kurz ein bisschen eingehen auf ein paar Begrifflichkeiten. Einfach um mal so V6-typische Begriffe mal nach dem RFC 8415 vorzustellen. IP ist Internet Protocol Version 6, IPv6. Finde ich sehr sympathisch zu sagen, IP ist Internet Protocol Version 6. Was sonst? Neighbor, a node attached to the same link. Das heißt, alles, was in unserem Netzwerk drin ist, ist ein Neighbor. Wunderbar. Ganz einfach. Ein Node, was ist ein Node? A device that implements IP. Ich habe also ein Gerät, was irgendwie IP spricht. Bei V6 ist es interessant, weil ganz anders als die ursprüngliche V4-Idee, wo ein Gerät eine Adresse hatte, und das reicht in den 60er Jahren ja auch locker, haben wir jetzt ein Gerät mit vielen Interfaces und jedes Interface hat dann nochmal ganz viele Adressen. Das ist also sehr, sehr flexibel und scheinbar unübersichtlich. Was ist ein Router? Ein Router, a node that forwards IP packets not explicitly addressed to itself. Ist doch wunderschön definiert. Der Punkt ist nämlich, was im RFC 4291 nochmal kurz dargestellt wird, IPv6 addresses of all types are assigned to interfaces, not nodes. Das heißt, ich packe die Adresse nicht mehr an mein Gerät, an meine Box, sondern an das Interface, weil ich kann viele Interfaces haben und das funktioniert ja mit V6 dann auch. Kurz schon mal eine Vorwegnahme auf zwei Begrifflichkeiten, die wir unbedingt brauchen. Die ULA, Unique Local Address, das sind die Adressen innerhalb unseres Netzes. Das ist was Ähnliches wie Privatadressen, aber es ist deutlich mehr. Es ist in unserem Netz. Und die GUA, die Begrifflichkeit ist nicht immer so häufig benutzt, ist aber sehr praktisch, griffig und unterscheidet es auch sehr schön. GUA ist die Global Unicast Address. Das ist so eine typische V6-Geschichte. Wie sind jetzt diese Adressen aufgebaut? Da muss man sich einfach noch mal so ein klein bisschen angucken. Das ist nämlich gar nicht so schwierig. The IPv6 addresses as currently defined consist of 64 bits of network number and 64 bits of host number. Das heißt, wir haben 64 Bit vorne und 64 Bit hinten. Das ist die Hälfte vorne, die Hälfte hinten, macht zusammen 128. Klingt ganz einfach, ist es auch. Und das ist eben auch das Spannende daran. V6 sieht erstmal wild aus und stellt sich dann als logisch und strukturiert raus, dass man zum Beispiel sagen kann, wir haben 2x4 gleich 8 Gruppen. 8 Gruppen von 4 Hexadezimaldigits. Das ist also ganz logisch und stringent und immer gleichbleibend aufgebaut. Wie zerlegen wir jetzt diese Adresse? Ich habe hier einfach mal so ein Beispiel hingelegt. Das ist natürlich kein reales Beispiel, einfach damit man sich mit dem Auge mal reinsehen kann. Benennen können wir das dann damit, dass wir sagen, der vordere Teil ist der Public-Teil. Dann die vierte Gruppe, die nennen wir zum Beispiel Site. Das ist einfach dazu da, wenn ich in einem ganz großen Netzwerk Subnetting betreiben will, dann nehme ich diesen Bereich für das Subnetting. Und den hinteren Teil nennen wir zum Beispiel den Interface-Teil. Wir können das auch ganz anders nach RFC 3177 benennen, dass wir sagen, vorne ist Network Number und hinten ist Host Number. Da halte ich mich auch so ein bisschen dran, das ist schön einfach. Das heißt, ich habe immer die Trennung vorne die Hälfte, hinten die Hälfte, sehr logisch aufgebaut.
oder ich sage vorne Global Routing Prefix, dann Subnet ID, also die gleiche Idee wieder, dass ich hier im in der vierten Gruppe einfach mein Subnetting mache, wenn ich das brauche, wenn ich das haben will oder wenn ich das automatisch reinbekomme. Und der hintere Teil ist die Interface ID. Das ist die Benennung nach 3587. Netzwerkteil vorne und Hostanteil hinten. Das habe ich mir jetzt mal in deutscher Sprache habe ich mir das jetzt mal als halbwegs griffige Bezeichnung jetzt gewählt und will die auch durchhalten. Dann gibt es noch den Vorschlag, vorne nennen wir das Ganze Prefix oder Präfix und hinten Interface Identifier. Das ist deutsche Sprache nach Wikipedia Deutsch. Okay. Wichtig ist also, wir sehen, es ist also vorne die Hälfte, hinten die Hälfte. Das ist schön abgetrennt. Es ist begrifflich nicht so ganz festgelegt. Also bitte nie jemanden schlachten, wenn er da andere Begriffe nennt. Das ist nicht so scharf. Hauptsache, man sagt vernünftig, was man meint. Und man meint also entweder den vorderen oder den hinteren Teil. Das werden wir gleich auch trennen. Denn wir haben im V6, das ist im Prinzip, ist das neu, haben wir eben ganz, ganz viele Adressen pro Node. Wir haben viele Adressen pro Interface und wir können mehrere Interfaces in einem Node haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ganz viele Adressen pro Node. Und das ist eben auch eine sehr schöne Sache, weil wir können uns aussuchen, was wir gerne hätten. Ich gehe jetzt nochmal hier so ein bisschen auf den Adressaufbau ein, weil das einfach relativ wichtig ist und irgendwann dann auch ziemlich simpel ist, das zu verstehen. Dann kann man das auch sehr schnell sehen, was man sieht. The IPv6 address is as currently defined, consists of 64 bits of network number and 64 bits of host number. Hatten wir gerade schon. Das heißt, 64 Bit vorne, 64 Bit hinten macht 128 Bit. Plenty of addresses per interface, address plus scope ist Reichweite. Was heißt Reichweite? Wir unterscheiden im Wesentlichen, und beziehungsweise die Unterscheidung, die ich hier eben auch benutzen möchte, ist unser Netz und das große Netz. Das große Netz bezeichnet dann grundsätzlich immer die Welt. Das ist global. Global-Adressen fangen immer mit einer 2 an. Könnten auch mit einer 3, ist aber noch nicht vergeben. Fangen immer mit einer 2 an. Das heißt, wenn eine Adresse kommt, die mit 2 anfängt, dann weiß ich, ich habe eine Global-Adress. Und zwar eine Global Unicast Address, die ist immer grundsätzlich weltweit gültig. Die kann auch weltweit geroutet werden. Und dann gibt es die ULAs. Die fangen mit FD an. FC ist deprecated, gibt es nicht mehr. FD, ULA, Unique Local Unicast Addresses. Das ist sowas Ähnliches wie private Adressen. Es sind alle Adressen in unserem eigenen Netz. Das heißt, alles, was wir physisch oder virtuell zusammengestopselt haben, unser Netz vor Ort, das kann mit ULAs arbeiten. Die ULAs werden nicht rausgeroutet. Also das ist die Parallele zu den Privatadressen. Dann gibt es noch die Link Locals und Local Loop und so weiter. Die werde ich jetzt einfach der Zeit halber gar nicht betrachten. Die brauchen wir für unsere Idee auch nicht. Eine Unterscheidung, die einem häufig begegnet, ist Stateful und Stateless. Da denke ich, müssten wir einfach die Begrifflichkeit mal kurz vorstellen, ohne das näher zu vertiefen. Das ist ein schönes eigenes Thema. Aber dafür fehlt jetzt ein bisschen die Zeit. Stateful, IANA, Identity Association for Non-Temporary Addresses, and IATA, Identity Association for Temporary Addresses. Haben wir noch nicht viel erklärt, haben wir aber die Begriffe wenigstens mal gesehen, was die eigentlich bedeuten. Die braucht man schon gelegentlich in den Setups, damit man einfach wissen, wo sind wir eigentlich. Stateful, ja, Stateful, Stateless, was heißt denn das? Stateless? Stateless ist eigentlich am einfachsten zu erklären. Wir haben ja diesen schönen Mechanismus der Address Auto Configuration, SLARC. Das ist so eine IPv6-Geschichte, wo ich in dem Moment, wo ich die Box an den Strom anschließe, hat das Interface eine Adresse, eine V6-Adresse bekommen. Das heißt, das weiß noch gar nicht, dass es irgendwann mal Ethernet sprechen möchte und hat schon eine Adresse bekommen, mit der man arbeiten kann. Das ist neu. Ich muss die also nicht alle von Hand assignen. Ich muss mich nicht ständig drum kümmern, irgendwas von Hand dazuzuweisen, sondern die sind direkt da. Was wir auch nutzen werden, da gibt es also verschiedene Mechanismen, der Router annonciert ein Prefix. Wir werden gleich sehen, zwei im Wesentlichen. Der Router weiß in dem Moment aber nichts von dem Endgerät oder von dem Status. Das heißt, der sagt, hey, ich habe hier eine geile Präfixadresse, will die jemand haben? Und ob jetzt jemand sagt, hurra, ich nehme die oder ich nehme die nicht, das weiß er nicht. Deswegen heißt das stateless. Das heißt, der Router weiß über den Status der Geräte
gar nicht genau Bescheid beim Stateless. Er muss es nicht wissen, er braucht es nicht wissen. Er annonciert etwas, was benutzt werden kann. Und das sind im Wesentlichen jetzt die IPv6 Address Prefixes. Wir unterscheiden nach dem Scope, das heißt nach der Reichweite. Das heißt, befinden wir uns in der Welt oder befinden wir uns im eigenen Netz? Im Wesentlichen unterscheiden wir zwei Prefixes. Das ist der ULA-Prefix. Der gilt in unserem Netz. Der wird über Autoconfig Announcement aus dem lokalen Router geschickt. Ich habe hier oben einfach mal so aus dem Turris Omnia, habe ich einfach mal so einen Screenshot rausgeschossen. Da stellt man also in seinem Router den Prefix ein. Der wird annonciert und jede Maschine kann sich den nehmen. Wir haben also auf jeder Maschine in unserem Netz, ohne dass wir überhaupt wissen, was wir für Maschinen haben, haben wir also die Möglichkeit, den ULA-Prefix zu benutzen. Hat den riesen Vorteil, in dem Moment, wo ich den im Router ändere, habe ich das gesamte Netz geändert und zwar konsistent. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man also größere Netze irgendwie verändern will. Und IPv6 bietet noch darüber hinaus den Vorteil, es ist jetzt nicht so, dass alle Geräte, die die alte Adresse benutzen, dass die jetzt abgeklemmt werden. Nein, es ist tatsächlich so, dass alle Adressen, die noch in Benutzung sind, dass die weiter beibehalten werden. Das heißt, theoretisch bis zu 254 Adressen können auf einem Interface aktiv sein. Man sieht das hin und wieder, wenn man einen Server hat, wo häufig der Router eine neue Adresse zugewiesen hat, der Server aber durchläuft, dann hat er eine riesige Menge von Adressen. Ein paar sind gültig, der Rest ist deprecated. Wir haben also ein Protokoll, was wirklich gelernt hat und mitspielt, was immer das tut, was wir gerne hätten, wovon wir träumen, nämlich, dass wir das zentral ändern können. GUA-Prefix, und da kommen wir zu dem Teil, den wir jetzt eigentlich benutzen wollen. Der GUA-Prefix kommt aus der Prefix-Delegation. Das heißt, den setzen wir nicht selber, sondern der kommt vom Provider. Technisch abgehandelt wird das über das DHCPv6-Protokoll, RFC 4779. Das heißt, unser Provider schickt uns einen Prefix, den holen wir ab. Das ist so spezifiziert, dass wir das machen können. Und den benutzen wir dann. Was müssen wir da tun? Wir müssen dem Router, unserem Internet-Modem-Router, also zum Beispiel diese Fritzbox oder so, oder was auch immer ihr da einsetzt, das ist natürlich vollkommen egal was, die Fritzbox nur einfach praktisch, müssen wir sagen, mach das. Prefix Delegation einschalten. Bitte hol das. Das sieht zum Beispiel so aus. Ich habe hier meinen Screenshot. ICMPv6 muss eingeschaltet sein, unbedingt. Also bei V6 sollte man das grundsätzlich immer einschalten, weil sonst das Protokoll überhaupt nicht richtig funktioniert. Da das bei Last Century Internet ein bisschen anders war, muss man das nochmal dabei sagen. Bitte unbedingt immer einschalten. Bei den Geräten aus Berlin heißt das Ping V6 freigeben. Frag mich nicht, wo diese Terminologie herkommt. Und wir brauchen natürlich die Firewall-Freigabe für die Prefix-Delegation-Gasse. Hatte ich am Anfang kurz erwähnt, wir müssen nicht nur wissen, wie die Adresse ist, wir müssen auch freischalten, dass wir sie zugreifen können. Das ist dann natürlich ganz stark abhängig davon, wie der Modem-Router das löst. Die Fritzbox hat das wunderschön gelöst, deswegen liebe ich das. Das ist eine Sache, da muss man den Leuten echt mal gratulieren für einen guten Job. Firewall für delegierte IPv6-Prefixes in diesem Gerät öffnen. Das ist die Konfiguration bei der Fritzbox. Das heißt, der gültige Prefix wird freigeschaltet und alle anderen werden nicht freigeschaltet. Das ist also genau das, was ich haben will. Woher kommt der Prefix? Also der Prefix kommt tatsächlich vom Provider, weil er weltweit gilt. Das ist ganz wichtig. Wie kriege ich ihn ins Netzwerk, ist natürlich die Frage. Und woher erfahre ich eigentlich, wie der aussieht? Wie heißt der eigentlich? Wir gehen also über den Provider-Abruf. Hier habe ich mal so Screenshots ein bisschen reingeferkelt. Das heißt, das sieht man dann auch leicht im Router. Der Prefix ist nicht unbedingt identisch oder in der gleichen Gruppe wie die Netzwerkadresse, die der Router kriegt. Das ist auch Absicht so. Ich möchte also die Adresse haben, sage dem Router, nimm die bitte und dann forwardet der die in mein Netz. Damit habe ich einen international weltweit gültigen Prefix in meinem Netz. Der wechselt auch. Das ist eine Sache, das ist eine Erfahrungssache, einfach, das ist nicht standardisiert. Der Prefix wechselt bei DSL sehr oft. Das heißt, ein DSL-Anschluss wird jedes Mal, wenn man ihn reconnectet, wird er den Prefix voraussichtlich wechseln. Muss man einfach mal rechnen, das ist also eine Sache eher von im Tagesrhythmus.
Bei Glasfaseranschlüssen ist es üblicherweise sehr selten. Das heißt, genau wie bei den DOCSIS-Kabelanschlüssen ist es normalerweise so, wenn am Netz gearbeitet wird, am Backbone-Netz gearbeitet wird, dann kommt auch ein neuer Prefix und sonst eher nicht. Auch wenn man reconnectet, kommt kein neuer Prefix. Das heißt, der ist semi-stabil, oft über Monate. Muss man einfach einbeziehen in seine Überlegungen. Wie es bei GSM ist, weiß ich nicht. GSM in Deutschland ist es im Prinzip auch drin, ist aber in der Form nicht so verfügbar. Zugang zum Netzwerk. Kurz erwähnt, Firewall nur für delegierte IPv6-Prefixes öffnen im Modem-Router, weil ich muss ja reinkommen. Ich muss ja dann nachher die Adresse, die ich gefunden habe, dann auch zugreifen können. Und die Kommunikation. Wie kriege ich eigentlich von der 200 Kilometer weit entfernten Maschine den Prefix mit? Der ist ja individuell. Dort gibt es einfach die Möglichkeit, in manchen Routern ist das eben auch direkt verfügbar, dass man sich eine Push-E-Mail schicken lässt auf eine vielleicht eine Adresse, eine spezielle Adresse, die nicht jeder sieht, wo ich mir einfach den aktuell gültigen Prefix zuschicken lasse. Das kann ich also bei diesen Fritzboxen direkt aus dem Setting rausmachen, dass der mir das zuschickt auf eine E-Mail-Adresse. Aber das kann man natürlich auch selber sich programmieren über ein Skript oder MQTT oder wie auch immer man das gerne haben möchte, dass man erfährt, wie ist denn eigentlich mein Prefix? Und dann habe ich ihn. Ich habe also den Prefix erhalten vom Provider. Ich habe ihn mir per E-Mail zuschicken lassen. Ich habe die Gasse freigemacht. Hurra, der vordere Teil meiner Netzwerkadresse ist jetzt also bekannt. Das ist also genau das, was ich haben möchte. Jetzt muss ich mich mal um den hinteren Teil, um den Hostanteil kümmern. Dazu gehe ich hin und sage dem Node, sage dem Interface, in dem Fall eher dem Node, sage ihm, bitte schalte mir EUI-64-Adressen ein. EUI-64, Extended Unique Identifier, RFCs habe ich hier aufgeschrieben. Links gibt es übrigens, wenn man hier oben auf das A klickt, gibt es dann auch ein paar Links in der Präsentation, die im Internet verfügbar ist. Da braucht man das nicht von Hand rausfummeln. Das heißt, das Gerät verwendet die MAC-Adresse, um einen 64-Bit-Host-Anteil, und zwar einen ganz bestimmten, einen immer gleichen, vorhersagbaren 64-Bit-Host-Anteil zu erzeugen. Der wird uns also bereitgestellt. Wir assignen den nicht, der wird bereitgestellt, abhängig davon, wie die MAC-Adresse ist. Und da kommt etwas zu, was ganz wichtig ist, dann möchte ich auch ganz stark darauf bestehen, bitte, bitte, bitte alle darauf achten, die Temporary Address einschalten. Die Temporary Address, das ist eine Adresse, die geht raus in die Welt, die ist zufällig, die ist zeitgesteuert, die ist also für jemanden, der Blödsinn machen will, für nichts zu gebrauchen. Und genau das ist der Punkt. Ich möchte meinen Node ja anonym halten. Meine Adresse gilt, meine richtige Adresse, meine, was heißt richtig, sind es alle, meine EUI-64-Adresse gilt ja unter Umständen ziemlich lange, nämlich solange der Node diese Interface-Karte hat. Das möchte ich nicht unbedingt jedem in die Hand drücken. Bitte Temporary Address einschalten. Wir sehen auch gleich noch, wie wir das machen. Die Temporary IPv6-Adress für den Host-Anteil wird also aus einer zufällig generierten 64-Bit-Zahl erzeugt. Teil der Privacy Extensions, das ist also die Geschichte mit den Temporary Address. Warum? Weil nach außen dann die Temporary Address sichtbar ist, aber nicht unsere EUI-64. Und das ist der Gag. Damit ich da eine gewisse Security drin behalte. Also was machen wir, um das zu konfigurieren im Zielrechner? Das müssen wir natürlich noch einmal machen. Netzwerk des Zielnodes einstellen, EUI-64 einschalten. Bitte nicht verwechseln mit Stable Privacy. Das ist so ein altes Tool, das ist alternativ. Das brauchen wir übrigens nicht. Das macht auch nicht viel mit Privacy. EUI-64 bitte einschalten. Was wir bitte auch brauchen, Cloned MAC Address auf Permanent setzen. Das ist eine Sache, das ist ziemlich unbekannt. Im Deutschen wird das teilweise übersetzt mit duplizierte Adresse dauerhaft. Ein bisschen hölzern, stimmt auch nicht ganz. Der Punkt ist, jedes Interface hat drei MAC-Adressen. Eine selbstgewählte, wählen wir vielleicht gar nicht, also wieso zwei?
Wir haben also tatsächlich zwei, die du draußen auf dem Karton schon lesen kannst. Sehr praktisch, wenn du ein Device verbinden möchtest, auf diese Art und Weise, das noch niemals aus dem Karton rausgekommen ist. Und draußen steht die MAC-Adresse drauf. Und die muss man permanent setzen, weil es noch eine weitere gibt. Und die kann also tatsächlich im laufenden Betrieb ohne Reconnect, kann die wechseln. Das ist mir passiert, sonst wüsste ich es nicht. Kann man dann nachher nachlesen. Werde ich jetzt nicht vertiefen. Hier ist ein genauer Link dazu, was das soll. Und der dritte Punkt, wie eben schon erwähnt, ich wiederhole es nochmal absichtlich, Temporary Address bitte setzen. Das ist ganz wichtig und zwar setzen wir die auf 2. Es gibt auch einen anderen Status, nämlich 1. 1 heißt einfach nur eingeschaltet, aber 2 heißt eingeschaltet und Prefer Temporary IP. Das heißt, wenn ich an eine Seite wie zum Beispiel vom Bieringer gehe, um einfach mal zu prüfen, wie komme ich rüber, welche Adressen zeige ich der Welt, dann möchte ich jedem meine Temporary Address zeigen und keinem die EOI 64 zeigen, weil man eventuell damit Mist machen kann. Also Brute Force ist bei IPv6 nicht ganz so erfolgreich, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem mal bitte ein bisschen auf Security achten. Temporary Address immer einschalten, kann man übrigens immer einschalten. Womit setze ich denn jetzt eigentlich diese EOI 64 und die Temporary Address? Ich setze sie mit den NMCLI-Tool, mit dem CLI-Tool NMCLI. Hier habe ich ein Beispiel, NMCLI Conshow Active. Da zeigt er einfach an, wie heißt meine Verbindung. Zum Beispiel habe ich sie hier mal Isavinus 00 genannt. Und dann sage ich NMCLI Connection Modify den Namen IPv6, IPv6 Privacy 2, Address Generation Mode 64. Die Clone muss ich entweder, ob es Ethernet oder Wi-Fi ist, muss ich die mit einem anderen Befehl setzen. Das ist aber egal, da kann man einfach beide abschießen, da kommt eine Fehlermeldung, macht nichts. Wer die Command-Line nicht mag, kann diese GUI einschalten, NMTUI-Edit. Dann kommt ein grafisches Interface, das ist deutlich einfacher für Menschen, die keinen Bock auf eine CLI, auf eine Command-Line haben. Was leider nicht mehr so gut funktioniert, sind manche GUIs. Gnomi zum Beispiel unterschlägt sehr viele Funktionen in seiner Netzwerk-GUI, die man direkt aus dem Fenster vom Rechner öffnen kann. Deswegen stelle ich nur diese beiden hier vor. NMCLI funktioniert hervorragend, ist ganz einfach, kann man also einfach auf diese Art und Weise machen. Wer das nochmal nachvollziehen will, das Kochbuch dazu habe ich ja auf der schweinekraftlandseite.de habe ich ja auch nochmal dabei gestellt. Das ist nicht reviewed, aber das funktioniert. Gut. Wie war das jetzt mit der MAC-Adresse? Wie war das jetzt mit der Hostanteil? Weil das Problem ist, wenn wir den Hostanteil bilden, erstmal die Voraussetzung des Interface konfiguriert. Haben wir gerade gemacht, also EOI 64 brauchen wir. So, dann möchten wir aus der 48-Bit MAC-Adresse, das ist das Ding hier, das sieht man, das ist teilweise am Karton noch, möchten wir eine 64-Bit-Host-Anteil machen. Das machen wir nach einer bestimmten Vorschrift, dieses EOI 64-Format zu erzeugen. Da wird dann was hin und her gestellt und umgestellt, steht im RFC 4291 Appendix A. Und da gibt es ein schönes Tool für. IPv6 Calc heißt das. Es gibt sich vermutlich auch noch andere, aber das ist das, was auch bei Debian zum Beispiel direkt verfügbar ist. Das heißt, da braucht man nicht lange rumfummeln. Wir wollen ja ohne Fummeln und Gemurks und ohne irgendwelche wilden Apps. Wir gehen also mit IPv6 Calc, vom Bieringer ist das übrigens, gehen wir also hin und machen aus dieser 48-Bit MAC-Adresse, machen wir einfach eine 64-Bit EOI 64-Adresse. Da sieht man hier, wenn man die einfach vergleicht, 98.de21, 9a.de, genau. Hier wird nämlich ein Bit geflippt und das ist nicht ganz trivial. Wer also nicht leidenschaftlich binär spricht, wird da einen Moment drüber nachdenken müssen oder nimmt besser das Tool. Und in der Mitte kommt dann noch ein FFFE da reingesetzt. Daran erkennt man die dann auch immer von Weitem, weil die kommt das FFFE da in der Mitte. Das heißt, aus der MAC-Adresse, die ich hier zum Beispiel aus dem IPA-Befehl oder wo auch immer habe, vom Karton raus, völlig egal, ich habe es tatsächlich schon ausprobiert, das kann man machen einfach aus Verpackung von Internet auf Shit-Geräten oder sowas, kann man also einfach die MAC-Adresse ablesen, gibt die ein, hier ist ein Beispiel von der Command-Line, IPv6 Calc MAC to EOI 64, den Teil hier, damit wir keine Fehlermeldung kriegen und tatsächlich ergibt uns schlicht und ergreifend den hinteren Teil aus, die 64-Bit, die wir suchen als Host-Anteil.
Wir haben also jetzt unseren Hostanteil. Eine Bitte, haltet bitte eure MAC-Adressen vertraulich. Schreibt sie auf, dann könnt ihr nämlich, ich mache das so, ich habe also tatsächlich lange Listen. Ich kann also von jedem Ort der Erde, kann ich mit der Liste also einfach schlicht und ergreifend mit dem IPv6-Calc-Tool mir den Hostanteil raussuchen, dann lasse ich mir die Prefix-Delegation zuschicken und dann habe ich die komplette Adresse. Hurra! Zieladresse finden ist erfolgreich. Den erhaltenen Prefix-Delegation-Prefix zu verwenden, damit waren wir ja schon durch, den haben wir, das heißt, den haben wir freigeschaltet, den haben wir vom Provider bekommen, den haben wir uns zuschicken lassen und die 22 Gasse haben wir freigegeben. Das hatten wir schon abgeschlossen, das war schon. Und jetzt haben wir es hingekriegt, die 48-Bit-MAC-Adresse des Interfaces zu übersetzen in eine 64-Bit-EUI-64-Adresse. Wir haben also den vorderen Teil und wir haben den hinteren Teil. Und das ist genau das, was wir jetzt nur noch gebraucht haben, um uns zu connecten. Damit ist im Prinzip die Sache vorgestellt. An der Stelle würde ich im kleinen Kreis jetzt eine kleine Demo machen. Das Problem ist natürlich, ich kann die Maschinen, die mir nicht gehören, die ich dazu gerne benutzen würde, die kann ich, da kann ich unmöglich die MAC-Adressen, die IP-Adressen public zeigen. Deswegen werde ich hier jetzt keine Live-Demo machen. Ich kann aber jeden auffordern, das auszuprobieren. Und wenn da jemand Fragen hat, kann er mich gerne anschreiben. Gar kein Thema. Was haben wir gemacht? Wir haben den Netzwerkanteil ermittelt. Wir haben den Host-Node konfiguriert, damit er mit uns EUI 64 spricht. Wir haben den Host-Anteil errechnet, also den hinteren Teil mit der EUI 64. Wir haben außerdem das bitte mit der Temporary Address sicher gemacht. Wir haben die Prefix-Delegation-Gasse freigemacht, damit wir überhaupt reinkommen zu unserer Maschine. Ganz wichtig. Aber eben bitte auch nur SSH. SSH auf die entfernte Maschine einfach absetzen. Fertig. Dann kann ich meine Arbeit erledigen. Was kann ich machen? Ich hatte es kurz erwähnt. Eigentlich war das nur dazu da, dass ich hin und wieder mal auf den Server drauf gucken kann und den mal restarten kann oder einfach mal irgendwie einen Config-File ein bisschen mit dem VI nachfrickeln kann. Funktioniert hervorragend, weil man eben sich einfach auch, wenn die Adressen wechseln, wir haben also, was weiß ich, eine Ethernet-Kabeladresse, eine Wi-Fi-Adresse, theoretisch geht das auch über GSM sogar. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wie ist die Maschine verbunden. Egal. Ich rechne mir einfach den Hostanteil aus der MAC-Adresse aus. Den Prefix-Delegation-Teil habe ich. Und dann setze ich einfach einen Ping drauf ab und stelle fest, oh, Maschine ist da, mach meinen Connect. Und dann stellte sich raus, es ist total praktisch, man kann ja noch viel mehr damit machen. Dann kam dieses Virus-Dings und Leute wollten plötzlich Homeoffice machen. Und ich habe gesagt, na ja, also, wenn du mal nur einen File austauschen willst, das kannst du auch aus dem File-Manager machen. Mit IPv6 geht das. Und tatsächlich haben wir jetzt also demnächst drei Leute, die Homeoffice mit dieser Lösung machen, obwohl das gar nicht so gedacht war, die also tatsächlich mit LibreOffice quasi nativ auf den Server zugreifen können. Also ich habe das bei mir zu Hause auch so, das ist genauso schnell wie die eigene Festplatte, manchmal sogar schneller. Ich kann also aus LibreOffice direkt arbeiten. Ich kann mit dem File Manager Sachen hin und her kopieren. Das heißt, ich kann mir meine Fachgeschichten vom Server einfach lokal hinlegen, ins Gelände mitnehmen, damit arbeiten, zurück, notfalls sogar aus dem Gelände mit IPv6 Funk. Das geht über GSM. Tatsächlich, ich habe es also mehrfach ausprobiert. Das Problem ist, externe Modems können oft kein V6, aber die Fujitsu Laptops eingebauten Modems können tatsächlich V6 und D1 und Vodafone können mittlerweile beide über GSM V6 sprechen. Das heißt, du kannst auf deinem Laptop im Gelände, wenn du V6 über GSM Mobilfunk hast, kannst du deinen File Manager aufmachen und deine Dateien auf den Host zu Hause kopieren. Das ist, finde ich, relativ faszinierend, was diese große weite Welt durch V6 da möglich gemacht hat. Und natürlich für alle Leute, die es mögen, kann man auf dem Terminal natürlich sehr schön arbeiten, IPA, und schon hast du deine Adresse. IPv6 ist great, ohne Gefummel und Gemurkse. Ich habe euch vorgestellt, was ich euch zeigen wollte. Man kann da so sehr schön mitarbeiten. Sollte man eigentlich vertiefen, der Vortrag dauert eigentlich 1,5 Stunden, wenn man hier daraufhin ausbaut, was er eigentlich sein sollte, nämlich auch mal ein bisschen mehr zu V6 vorzustellen. Ich hoffe, es ist trotzdem was rübergekommen. Man kann
sehr viele Sachen noch nachlesen. V6 hat den Vor- und Nachteil, Literatur ist sehr schwierig zu beschaffen. Die gute Literatur ist gnadenlos veraltet. Die RFCs sind sehr, sehr, sehr viele. Es sind aber teilweise ganz witzig zu lesen, kann ich empfehlen. Was ich sehr genossen habe, inhaltlich auch, oder vor allem inhaltlich. Inhaltlich sehr genossen habe ich den, deswegen erwähne ich ihn so oft, den Podcast von Annalena zu V6 mit dem Clemens Schrimpe. Kommt inhaltlich unheimlich viel rüber, was nirgendwo so richtig dokumentiert ist. Wer es einfach mal nachbauen will, Kochbuchadresse habe ich online, die Folien auch. Hier noch zwei Adressen, testschrimpe.de und ipv6bieringer.de. Bitte testen, wie ihr rüberkommt, ob ihr die EUI-64-Adresse rüberbringt. Das sollte bitte möglichst nicht sein, weil da kann dann jeder Kleinkriminelle also monatelang drauf rumrödeln. Das möchte man nicht. Wer mich anschreiben will, wer Lust hat, das vielleicht noch ein bisschen zu erweitern, mutant@chaospod.de sollte ankommen. Und dann sage ich einfach vielen herzlichen Dank. Und wer noch Fragen hat, ich gebe mein Bestes. Ja, Mutant, danke für deinen Vortrag. Hat mir auf jeden Fall Lust gemacht, dieses Projekt nochmal anzugehen, weil durch meinen Router geht nur IPv6 durch. Kabelmodem. Kabel ist gut. Kabel ist gut. Ja. Das sage ich erstmal nichts. Ich bin froh, dass es jetzt funktioniert. Ansonsten, ich habe schon gesehen, dass im Pad Fragen wieder verschwunden sind, was ja für deinen Vortrag spricht. Aber ich gehe mal oben durch. Wir haben auch nur Zeit für wenige Fragen. Also, fangen wir mit der ersten an. Wenn man die Privacy Extensions aktiviert hat, in Klammern RFC 4941, dann ändern sich ja die IP-Adressen. Wie kann man die dann ermitteln? Nee, tun sie eben nicht. Das ist eben das Schöne bei V6, es kommen zusätzliche Adressen dazu. Ich habe also zusätzliche Adressen. Die Temporary Address wird als zusätzliche Adresse rausgeroutet. Die EUI-64 ist aber trotzdem da und wird nur nicht rausgeroutet. Und das ist genau der Gag. V6 hat ganz viele Adressen und ich kann mir die aussuchen, die für mich, für meinen Zweck passt. Ob das eine GUA ist, ob das eine ULA ist oder sogar im Spezialfall Link-Local. Ich suche mir die aus, die ich brauche. Nein, sie ändert sich nicht dadurch, dass ich eine Temporary Address setze. Die wird einfach zusätzlich gesetzt und die EUI-64 wird auch zusätzlich gesetzt. Das ist eben der Gag von V6. Ich suche mir die Adresse aus, die ich brauche und das ist auch der Punkt, warum ich, unverständlich für Last Century Internet Leute, warum ich keine statischen Adressen mehr haben will. Ich suche mir die Adresse aus, die ich brauche. Okay. Gut, nächste Frage. Eine Verständnisfrage. Da hat jemand die explizite Freigabe für SSH verpasst. Also nach der PD-Gasse ist die SSH-Freigabe ja nur für Port 22. Ich möchte nur Port 22 freigeben. Das muss der Router unterstützen. Dieses Produkt von Audiovisuelles Marketing Berlin unterstützt das ganz hervorragend, dass er tatsächlich also hingehen kann und sagen, ich guck mal, ob ich gerade mal schnell, genau, dass ich hingehen kann und sagen, mach mir bitte genau den Prefix frei. Das heißt, ich habe der Hostanteil ist ja sowieso Maschine. Ne? Das ist bei IPv6 ist das alles immer logisch aufgeteilt. Hostanteil ist nur Maschine, habe ich nichts mehr zu tun. Netzwerkanteil, Prefix Delegation freigeben. Das heißt, ich komme durch den Router durch. Wie das im Router einzustellen ist, ist natürlich abhängig davon, wie der Hersteller sich das überlegt hat. Bei AVM ist es halt wahnsinnig praktisch und das liebe ich sehr. Deswegen erwähne ich es auch gerne, dass ich da einfach sagen kann, gib mir bitte die Gasse frei, egal wie sie jetzt heißt. Also wenn die alle 5 Minuten wechselt, weil der Router rebootet, was hin und wieder mal passieren kann, dann wird jedes Mal diese Gasse freigegeben, automatisch und sonst nichts. Das muss im Router passieren, und zwar in dem Router, der mit dem Provider spricht, der vom Provider sich den Prefix holt, der weltweit gültig ist. Und dann, wie gesagt, ich muss also im Router das freigeben. Wie das präzise geschieht, kann ich bei anderen Routern jetzt natürlich nicht sagen. Okay. Letzte Frage. Ich hoffe, es wird eine kompakte Frage-Antwort. Wäre nicht die Kombination mit lokalem DNS zum Beispiel per Hostdatei praktisch und wäre das dann automatisierbar mit dem entsprechenden Präfix?
Danke für den Hinweis. Exzellent. Normal baue ich das ein, habe ich vergessen. Ja, ganz wichtig, ganz richtig. Ich setze also schlicht und ergreifend die Prefix Delegation und die MAC-Adresse, also den Hostanteil, setze ich also in die etc-hosts rein. Setz meinen Alias dahinter und den Alias verwende ich im File-Browser und den Alias verwende ich im LibreOffice. Exakt genau richtig, da brauche ich noch nicht mal einen DHCP-Server. Kann ich natürlich machen. Wer kann und will, kann das natürlich ausbauen ohne Ende. Da kann man die dollsten Sachen noch mit aufbauen. Aber ich wollte es ja möglichst basic, möglichst simpel, möglichst einfach. Richtig, bitte ein Alias in etc-host setzen, weil sonst wirst du halt mit der Schreibweise bei V6 leicht mal ein bisschen irre mit Klammern oder ohne Eckige Klammern. Beim SSH ist es ohne, beim SCP ist es mit und bei den GUI-Tools weißt es nicht. Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank dem Fragenden. Bitte in die etc-hosts eintragen. Ich habe mir dann zum Beispiel ein Skript geschrieben, was mir einfach beim Wechsel der Prefix-Delegation quick eben den Netzwerkanteil in der etc-hosts anpasst. Kann man natürlich machen. Dann wird das ganz simpel und das Skript kann man so gestalten, dass man es auch einem Enduser, der keine Ahnung hat, was ein CLI überhaupt ist, in die Hand drücken, sagen, hier, tipp das mal ein, schick mal ab. Und tatsächlich so machen wir das auch, weil die Enduser, die wir da dran haben, das sind halt keine Computerfreaks. Die wissen nichts davon. Die wissen auf Anweisung gerade mal ein Terminal zu öffnen. Die können also tatsächlich dann damit umgehen und die Prefix Delegation setzen. Perfekt. Super, gute Hand. Wir haben genau Punktlandung hingelegt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Vortrag und für das schnelle, ertragreiche Q&A. Und wünsche dir und allen noch einen schönen Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, euch auch. Viel Spaß. Dankeschön.